So. Mal, wie viele Panzer hier auf dem Weg sind. Alter. Scheiße. Da ist gerade eine Rakete, da ist gerade eine Rakete reingeflogen und dann bin ich da auch reingeflogen. Sich nicht abschießen, der ist ja lustig. Wo müssen wir hin? Irgendwo anders hin. Ah, Luftziele haben wir auch noch. Klasse. Da ist mir nicht noch ein Frachter, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Und den verfolge ich jetzt, den mache ich jetzt platt. Waffe aufgeschaltet. Hoffe ich jedenfalls. Yeah, platt. Frachter weg. Orkschwarm, ihr Kugelführer. Oh. Die Kavallerie ist da. Top-Hat, bitte mögliche Zielobjekte anweisen. Die lacken irgendwie. Irgendwie haben die ein bisschen geleckt. Bodenziel zerstört und ich fliege auch am Boden. Klasse. Ja. Ja, schieß eine Rakete drauf, Onkel, genau. Was? Ja, mich stürzt ab und du schießt noch eine Rakete hinterher. Genau du. Was wollen die überhaupt von uns? Ihr habt es geschafft. Jawoll. Mich fragen, was es sich handelt? Nein, dürfen Sie nicht. Alter, war das? Das war jetzt übel, Alter. Das wird ja von Mission immer geiler irgendwie. Es ist zwar sau schwer, ja, aber irgendwie geil. Und das kann nur ich sein hier. Warum? Ja, weil ich immer in der Nähe der Häuser rumgeflogen bin. Immer ganz knapp am Boden vorbei. Level 13. Doch, ich auch. Level 14. Ich meine, ich bin auch immer hoch und runter, wieder hoch und runter. Na, ich hab immer die Bäume so berührt. Die haben es mir angetan irgendwie. Und dann irgendwann hat es mir der Baum doch nicht mehr angetan. Hä? Muss ich ja wieder lesen. Yippie, neuer Rang. Eine Mir F1 haben wir gekriegt. Und eine EA-68 und eine F15C. Cool. Ich würde sagen, machen wir noch eins und dann. Dann haben wir die 2 Stunden wieder rum. Echt erst? Ja. Ich sag's ja nur.
Okay. Ach so. Dann. Na gut, dann. Naja, denk dran, wir haben vorher, gezockt, ne? Deshalb. So, alte Artemis hat. Ach so, warte mal, Operation Torchlight. Artemis hat einen heftigen Überraschungsangriff auf die USA mit einem Blitzangriff auf Washington gestartet. Dank des heldenhaften Einsatzes einer Handvoll Verteidiger haben die bleibt die Hauptstadt unter US-Kontrolle. Aber die Lage ist verzweifelt. Oh, Jagdflieger 100%, also leck mich am Arsch. Also Luft brauchen wir praktisch nur, ne? Luftboden eigentlich wurscht, sozusagen. Ja. Ja, dann würde ich ja schon den neuen hier nehmen, den ich jetzt gekriegt habe. Den. Was vorhin. Das? Vorhin den F-15 Active. Und jetzt haben wir ja neu gekriegt, also ich jedenfalls, F-15C Eagle. Weil der F-15 Active, der ist direkt links daneben, der hat nicht viel besser Luft. Nimm den jetzt. Oh, Scheiße. Was denn? Der hat keine Joint, der hat keine Multi-Dinger. Und der hat nur Radargelenkte. Ich will keine Radargelenkte, ich will die Multi-Dinger wieder haben. Weil die waren cool. Wenn der alles Luft ist. Multi. Hä? Du hast jetzt noch die Radargelenken. Nee, das läuft nicht. Das läuft nicht. Nö, hier habe ich Multiziel, sag ich doch. Bei welchen? Bei dem SU-27 Flanker. Der hat auch gut Luft. Cool. Nehmen wir. Deshalb, Multi ist jetzt schon praktischer, würde ich mal sagen, ne? Wenn ihr alles Luft. Ich raff auch diese komischen Dinger nicht, diese Radar. Ja, die treffen bei mir irgendwie nicht immer. Fliegen nur geradeaus, die machen überhaupt keinen. Ja, die machen es schon, aber nur bei festen Zielen. Die dürfen nicht so weit weg sein. Wenn die so weit weg sind, dann schießt das Ding immer daneben. Also bei mir war das jedenfalls der Fall. Ach, du bist ja. Was denn? Raumführer, habe Sichtkontakt zu. Oh Mann, ist es das, wofür ich es halte? Bestätigt, Hawks. Das ist die Air Force One. Der Präsident, seine Familie und die wichtigsten Kabinettsmitglieder sind an Bord. Wir haben sie aus dem Kapitol evakuiert, damit sie nicht Artemis in die Hände fallen. Ihre Mission lautet, Air Force One aus der Gefahrenzone an einen geheimen Ort zu eskortieren. Codename November 4. Ist nicht dein Ernst. Cool, du kannst durch den durchfliegen. Das will ich sehen. Ich gehe dahin, also nach. Nach was? Ich gehe nach links. Also unten der. Auf der Map. Ach, ja. Na, ich nehme die anderen. Oder die anderen. Boah, das gibt mir gerade tierisch auf den Sack mit dem, flieg nicht in den Kreis und. Ja, ist doch gut. Ui. Ich mach auf die, die weiter weg sind. Ja, ist okay. Oh, nee, ich bleib doch hier. Besser ist das, ne? Weil da sind ja sau viele jetzt. Warte mal, wo bin ich denn überhaupt?
Verbänden Erfassung. Ausschwärmen und ausweichen. Ah, ich hab getroffen. Schwarmhawks, hier Igel. Banditen kommen schnell näher. Wo steckt ihr, Jungs? Hawksführer, die dürfen Igel nicht abfangen. Geben Sie ihnen alles, was Sie haben. Schau die erstmal weg hier, die so weit weg sind. Ja, ich will ja schießen, ich kann aber nicht. Jetzt. Fuck, Alter. Ey, wir ruckeln immer mal kurz das Spiel. Nee, ich bin mir nicht. Yeah! Das sind nur noch die. Achten Sie auf die Tech-Map, Hawks. Die Banditen nähern sich Igel. Ich glaub, die kommen gleich bei dir. Werd ich mit dir. Hier ist Igel. Ich hab hier mächtig. Vier Igel wurden getroffen und haben Feuer. Meinst du? Verlieren schnell Druck in der Hydraulik. Wo ist die Eskorte? Gebt Gas, Jungs. Sie kommen Igel gefährden. Hier ist Igel. Wir sind fast. Bei dir sind noch welche, ne? Schießen Sie den Kerl ab, sonst hätte der. Ja, siehst du von der. Jetzt kommen sie von der anderen Seite, siehst du? Schon. Ich schieß ja schon. Alter, die sind ja übelst drauf. Leck mich doch. Ich sehe keinen mehr. Ja, das sagt ja auch bei Igel nicht von mir. Ja, irgendwie der Igel blinkt bei mir. Das ist nicht kaputt. Bei mir auch. Der hat bloß noch 16%. Scheiße. Ja, der blinkt aber richtig. Das sieht, das nervt. Das ist kacke. Banditen aus allen Richtungen. Ach, du Scheiße. Locker bleiben, Igel. Sind schon dran.